Hallo, hier ist der Matthias. Ich möchte euch heute den Begriff Cost Average Effekt, man hat zwar davon gehört, die meisten haben das schon mal irgendwo gesehen und gehört, aber keiner weiß manchmal so richtig, was mit anzufangen. Ich möchte euch ihn ein wenig näher bringen anhand von eines Beispiels, was und wie wirkt er sich aus. Bleibt bitte bis zum Schluss dran und dann könnt ihr auch mit dem Begriff viel, viel anfangen. Und wenn euch das Video gefällt, bitte Daumen nach oben. Und abonniert den Kanal. Bis bald, euer Matthias. Cost Average Effekt. Unter dem Cost Average Effekt versteht man die Tatsache, dass ein Anleger für einen gleichbleibenden Betrag, sagen wir mal 100 Euro, bei fallenden Kursen mehr Anteile und bei steigenden Kursen weniger Anteile kaufen kann. Damit erzielt der Anleger bei einem längerfristigen Fondssparplan einen günstigeren Durchschnittspreis für seine Fondsanteile als bei einem einzelnen Kauf. Die Auswirkungen des Cost-Average-Effekts fallen umso stärker aus, je länger der Fondssparplan läuft und je volatiler der Kurs des Fonds ist, in die er investiert wird. Peter Lynch, Manager des Fidelity Magellan-Fonds, sagte einmal: Für jemanden, der regelmäßig rein investiert und einen langen Atem hat, ist es positiv, wenn die Kurse zeitweise sinken. Spiel: 500 Euro gebe ich aus, 5 Monate jeweils. Und wir machen immer unterschiedliche Szenarien. Und gegenüber stelle ich immer ein die Einmalanlage, als wenn ich 500 Euro ausgeben würde, beziehungsweise 600 Euro in manchen Beispielen. Und gegenüber der Cost-Average-Effekt als Sparplan. Fangen wir an. 100 Euro Wert des Anteils bedeutet ein Anteil. Einen Monat später geht er auf 150 Euro der Kurs, kaufe ich natürlich nur 6 Anteile, weil ich ja der Kurs teurer einkaufen muss. Dann geht er zurück auf einen Anteil bei 100 Euro, dann geht ganz zurück auf 50 Euro, bekomme ich 2 Anteile und dann gehe ich wieder hoch auf 100 Euro, bekomme ich wieder einen Anteil. Ich habe also 5,66 Anteile gekauft auf diese 5 Monate, habe dafür 500 Euro ausgegeben, jeweils 500 Euro, Gewinn von 66 Euro. Einmal Kauf bleibt der gleich. Ich kaufe am Anfang für 100 Euro ein, 5 Euro gebe ich aus, 500 Euro, also 5 Anteile bleiben 500 Euro und Sparplan macht hier 66 Euro Gewinn. Weiter nächstes Beispiel, die Anteilswerte gehen nach unten, ne, durch irgendwelche Krisen. Für die gehen wir jetzt nicht näher ein. Das heißt, ersten Monat 100 Euro, ein Anteil. Zweiten Monat gebe ich 400 Euro aus, durch Krise geht er runter auf 50 Euro, kaufe 2 Anteile. Dritten Anteile geht er 25 Euro zurück, kaufe jetzt 4 Anteile. Im vierten Monat kaufe ich natürlich noch mehr Anteile, 8 Anteile, aber der ganz absackt. Im fünften Monat steigt er wieder ein bisschen. Auf 25 kaufe ich 4 Anteile. Und im sechsten Monat steigt er 50 Euro, kaufe ich ja 2 Anteile. Insgesamt habe ich 21 Anteile erworben. Ne? Mal 50 Euro am Ende des Wertes ergibt ja 1050 Euro, was der Wert meiner Anteile bedeutet. Ausgegeben habe ich 6 mal 100 Euro, ergibt 600 Euro, ergibt also einen Gewinn von 450 Euro. Wenn ich am Anfang den Einmalkauf gemacht habe, also ich hätte 600 Euro ausgegeben, ne? Am Anfang, hier unten, wenn ich 6 Anteile bekomme, die natürlich gefallen sind, auf 50 Euro hätte ich 50% Verlust gemacht. Beim monatlichen Kauf habe ich schönen Gewinn gemacht. Nächstes Beispiel, bei steigenden Kosten, sehen wir, was da rauskommt. 100 Euro im ersten Monat, bekomme ich 1 Anteile, er steigt, 100 Euro bekomme ich 0,9 Anteile. Er steigt wieder, bekomme ich 0,7. Er steigt wieder, bekomme ich 0,6. Steigt wieder. Für 100 Euro kostet schon 200 Euro der Anteil, kriege ich 0,5. Und am Ende ist er bei 250 Euro gelandet, bekomme ich 0,3 Anteile. Wie ist da das Ergebnis? Ich habe insgesamt 4 Anteile jetzt am Ende zusammengekauft. Mal 250 Euro bekomme ich 1000 Euro als Ergebnis. Investiert habe ich vor 600 Euro, mache ich also einen Gewinn von 400 Euro. Ne, wenn ich jetzt mal den Einmalkauf nehme, hätte am Anfang ja
600 Euro ausgeben, wenn ich 6 Anteile gekauft, wären dann natürlich am Ende 1500 Euro rausgekommen, beziehungsweise 100 Euro. 6 Anteile mal 250, Entschuldigung, hätte ich 1500 Euro bekommen, ne, bei 6 Anteile mal 250. Und bei dem Kurs-Average-Effekt habe ich halt nur 1000 Euro bekommen, 4 mal 250 Euro, habe ich also nur 4 Euro Gewinn gemacht. Das machen also beide Gewinne, Kurs-Average-Effekt mit Sparplan. Einmal kaufe ich in dem Fall mal etwas höherer Gewinn. Aber es kommt sehr, sehr selten vor, dass das so aussieht. Meistens geht es andersrum. Die Sicherheit liegt im Kurs-Average-Effekt, dass ich langfristig immer mehr Gewinne mache, weil ich alle Höhen und Tiefen mitnehme, wie bei einer Einmalsache. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und ihr habt es also richtig verstanden. Euer Matthias, bis zum nächsten Mal.